Value Area, High, Low, Abpraller, wie du sie tradest und wie du nicht ständig ausgestoppt wirst. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde oft gefragt, Value Area, High, Low, Abpraller. Es gibt ja in der Trading-Szene sehr, sehr, sehr viele Leute, die sehr gerne Value Area, High, Low, Abpraller traden. Oder auch Abpraller von irgendwelchen Vortages-Value, High-Low, POX oder von Volumenkanten. Das Ganze hat einen großen Nachteil, und zwar, die meisten Trader legen ja ihre Order free an die Stelle. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, hier ist ein Level, wo wir am Vortag ein Value Area High hatten oder ein Low hatten, das spielt keine Rolle. Der Markt kommt hin, die warten nicht hier unten, was passiert, um dann eine Entscheidung zu treffen, sondern es wird hier eine Buy-Limit vorher hingelegt, damit man in Anführungszeichen entspanntes Trading hat und nur noch warten muss, dass der Markt hier kurz einmal hinditscht und dann die Rakete macht und dann ist man im Plus, man muss nicht am PC sein, ihr kennt das Ganze. Wie kann man das Ganze denn besser machen? Weil, was das größte Problem bei sowas ist, wir sagen, das hier ist unser Level, hier haben wir jetzt, sagen wir mal, hier unsere Order hingelegt, dann kommt der Markt an, wir werden hier ausgeführt, der Markt läuft ein bisschen an, der testet das Level an, macht einmal und dann macht er den hier. Und dann macht er vielleicht erst den. Das passiert sehr oft. Gerade dieses Szenario, dass quasi das Tief einmal rausgenommen wird um ein ganz schönes Stück und dass der Markt dann dreht. Oder im schlimmsten Fall, dass sich so eine komplette Abwärtsbewegung fortsetzt. Und das Ganze zu verändern, wir können ja nicht hier immer einen Stopp von 50 bis 100 Punkten im ES haben, wenn der dynamisch ist und vielleicht von 20 bis 40 Punkten Stop-Loss, wenn der Markt ein bisschen schwächer ist. Weil dann diese Strecken, die wir brauchen, um das auch wieder rauszuholen, 20, 40 Ticks, ist ja dann nur CAV 1 zu 1. Das heißt, bei Trefferquoten, die bei sowas vielleicht bei 60% liegen, ist ein CAV von 1 zu 1 ja nicht erstrebenswert. Das heißt, wir brauchen ja CAV von 2, 3, 4 zu 1 oder besser. Und das muss ja auch realistisch öfters erreicht werden. Und da ist nämlich das ganze Problem, dass wenn wir uns bei sowas einstoppen lassen, wenn der Markt durchbricht und dann dreht, ne, wann gehen wir raus, wie erreichen wir wann unser CAV, wo muss unser Stop sein. Das Ganze ist ja sehr, sehr, sehr statisch, wenn wir das so angehen. Ich will euch jetzt erklären, wie wir das Ganze dynamischer angehen und mit Footprint-Verständnis plus interessante Bereiche auf gute Trades kommen. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr seht, wir haben hier unsere Value Area, unser Low in dem Fall. Was passiert? Der Markt bricht durch. Wir schieben die Value Area nach unten und es bildet sich ein neues Value Area Low hier unten. Ja, das war Value Area Low am Anfang und das ist jetzt das neue Value Area Low. Und wir sehen halt diesen Shift. Bedeutet, wenn Trader XY hier seine Order hinlegt, wäre ja es hier, hätte mindestens hier unten sein Stop sein müssen. Aber woher weiß man, dass der Stop da unten hält, wenn der Markt dieses ganze Tief hier bricht? Plus, wenn der Markt das Tief bricht, sind wir in dem Fall ja mindestens 20 Ticks oder mehr im Minus, was absolut nicht adäquat ist, was wir auf keinen Fall haben wollen. Bedeutet, wir müssen aufpassen und uns überlegen, wann wir wie wo reingehen. Und das Ganze möchte ich euch heute mal erklären. Also, was sehen wir? Wir sehen, wir haben eine extrem starke Abwärtskerze. Wenn wir jetzt hier mal ein Stück hochgehen, sehen wir, die Kerze hat Power. Wir sind aus einer Seitwärtsphase ausgebrochen. Ja, wir sehr verschachtelte Seitwärtsphase, der Markt bricht aus mit Power. Das heißt, wir wissen schon, wenn wir mit Power auf dem Level laufen, ist die Gefahr natürlich immer groß, dass Level gebrochen werden. Das heißt, wir würden niemals hier vorher eine Order hinlegen, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir warten. Also, Bewegung läuft. Was passiert? Wir schauen uns die Kerze an. Was sagt uns denn diese Kerze? Und was sagt uns die nächste Kerze? Wir sehen in der Kerze minus 2500 Delta, 12.000 Kontrakte, also immens viel Volumen, extrem negativ. Die nächste Kerze, 8000 Volumen, immer noch minus 1000 Delta, aber was fällt auf? Wenn wir gucken, hier ist der Schlusskurs der Kerze, hier ist der neue Schlusskurs. Die Strecke im Verhältnis zum Volumen und zum Delta ist ja nicht mehr besonders groß. Okay, das heißt, wir sehen schon, der Markt tut sich langsam schwer, neue Tief zu bilden. Wir sehen ja auch hier, das Volumen ist alles sehr, sehr kompakt, wir haben keinerlei dynamische Bewegung mehr. Und was passiert dann? Die nächste Rotation, wir testen das Tief an, brechen das Tief nicht, haben hier bei 3 Level Front Pushing und dann kommen aktiv viele, viele Käufer rein. Und das zeigt uns, dass die Verkäufer die Power verloren haben. Wir sehen, 1200 Kontrakte kommen hier auf der Kaufseite rein. Wir haben immer noch viele Verkäufer, so ist es nicht, aber wir haben uns halbiert. Wir sind von 900 auf 400, wir sind von 800 auf 555 runter. Das heißt, wir haben die Hälfte der Verkäufer verloren, haben aber Käufer gleich stark behalten oder minimal mehr, wobei das hier eher so plus minus null dasselbe ist. Das heißt, Käufer bleiben gleich stark, Verkäufer ziehen sich zurück.
Der Markt tut sich schwer, ein neues Tief zu bilden. Wir testen hier zu dem Fall auch zweimal das neue Value Area Low an, brechen es nicht. Plus, wir haben auch noch ein Imbalance Cluster. Das heißt, das ist der viel smartere Einstieg. Und wenn wir dann sehen, dass sich hier so viele Käufer bilden, haben wir auch einen High-Volume-Bereich, weil das hier ist ja ein High-Volume-Bereich. Das heißt, in einem High-Volume-Bereich einzukaufen bedeutet immer, wir können ohne viel Slippage, ne, nur den Tick Spread kommen wir in den Markt rein, oder wir können vielleicht sogar mit Limit Orders reingehen, weil der Markt sich länger an diesem Punkt aufhält. Zum Thema Limit Order Entries, wann es sinnvoll ist, wann nicht, werde ich auch mal ein Video machen. Sobald dieses Video hier 100 Likes erreicht hat, kommt ein Video, wann es sinnvoll ist per Market und wann es sinnvoll ist per Limit Order reinzugehen und wie man erkennt, ob man ausgeführt werden kann oder eher nicht, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt es bei 100 Likes. Also das ist ein High-Volume-Bereich und in einem High-Volume-Bereich reinzugehen hat viele, viele Vorteile. Ja, der Markt wird nicht schlagartig dynamisch, oder ist nicht schlagartig dynamisch, wenn wir reingehen. Das heißt, wir haben keine Spread-Erweiterungen, wir kommen nicht mit Slippage rein, nur den einen Tick Spread in der Regel. Das heißt, wir kommen viel, viel günstiger rein. Das heißt, ein realistischer Entry, selbst wenn wir langsam sind, ist irgendwo hier in dem Bereich. Unser Stop reicht ein Tick unterm Tief und wir sehen, wir haben, das ist jetzt wert, das ist schlechter Entry. Wenn man noch Anfänger ist, ist das voll okay. Um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ticks. 8 Ticks SL. Und das ist natürlich ein extrem kleiner Stop im Vergleich, wenn wir irgendwo hier oben reingehen. Unser Stop muss irgendwo hier unten liegen. Sehen wir schon von der Strecke, das ist mehr als das Doppelte, eher das Dreifache, was wir an Strecke haben. Das heißt, 8 Ticks Stop Loss ist natürlich schon super. Und wenn wir jetzt mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ticks macht der Markt boom im Nichts. Das heißt, hier sind wir schon bei plus minus 0 oder bei CRV 1, Entschuldigung, bei CRV 1. Das heißt, würden wir jetzt hier mit zwei Kontrakten rein, können wir hier schon Teilverkauf nach ganz kurzer Zeit machen, Stop Break Even ziehen, dann sind wir vom Gesamt-CRV noch nicht gut und können den Rest entspannt laufen lassen oder wir handeln mit all unserer Size die ganze Zeit aggressiv mit dem Stop weiter und managen dann unseren Trade. Und wir sehen die Kerze geschlossen, wir sind bei fast CRV 1,5 zu 2 und das in einer Kerze, in der wir reingegangen sind. Und klar, wenn es jetzt hier noch weiterläuft, wird CRV dementsprechend besser, aber der Markt tut sich hier oben auch schwer. Das heißt, potenziell eher dann auch wieder den Exit suchen, gerade wenn wir sehen, was wir hier schon wieder an Volumen, an Delta haben und dass der Markt hier anfängt, ne, von dem Extrempunkt zu dem Extrempunkt deutlich weniger Bewegung. Immer noch sehr starkes Volumen Delta, Markt verliert an Dynamik, wir sind in der Seitwärtsphase, wäre hier auch der Exit. Das heißt, wenn wir jetzt von dem Worst Case ausgehen, wir sind irgendwo hier unten rein und dann sagen wir gehen auch Worst Case raus, wir gehen irgendwo hier raus. Ihr seht, das ist CRV 2,5 zu 1, extrem guter Trade. Gehen wir allerdings, wie es die Masse macht, hier irgendwo rein mit Stop hier unten, da müssen wir das Ganze hier mitnehmen. Wir können ja nicht rausgehen, weil unser CRV nicht gut ist. Und wenn wir das auf Dauer machen, machen wir Minus, selbst wenn wir eine Trefferquote von 70% haben. Das heißt, wir können hier vielleicht unseren Stop auf Break-Even ziehen, wären dann hier blöd ausgestoppt worden, hätte uns aber dann gerettet, weil der Markt abgestürzt ist. Oder wir hätten sogar die ganze Zeit das Risiko behalten, um vielleicht dann hier oben am Downshift vom Tagespock rauszugehen, aber auch für wieder alles abgeben, lange im Minus sein, wir dann vielleicht von der Size her denselben, von der Größe her denselben Gewinn, aber mit viel, viel mehr Risiko, weil unser Initial Stop größer war, wir waren länger im Markt drin, plus wir haben alles wieder abgegeben, weil wir diese Korrektur hier mitnehmen mussten. Deswegen ist es nicht clever, einfach irgendwelche Abpraller von Leveln zu handeln. Das sieht im Backtesting immer gut aus, aber es geht auch oft genug schief und das sieht man im Backtesting dann eher nicht so gut. Deswegen ganz, ganz wichtig, versteht die Levels und versteht, wie der Markt sich an diesen Levels verhält und reagiert dementsprechend und geht nicht blind rein. Wenn ihr das Ganze lernen wollt, schaut auf Patreon vorbei. Dort erkläre ich sowas und zeige, wie man sowas live tradet. Habt ihr Bock auf Systemhandel, schaut euch mein RTS oder mein Mountain Chart Trading System an. Das ist Systemhandel, ganz mechanisch. Da muss man keinerlei Marktverständnis für besitzen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis nachher im Live-Trading auf Patreon. Ciao, ciao.